So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung in dem JFD Live Trading Format. Was soll man sagen? Der Tag, der hat sich definitiv gewaschen. Die blanke Panik brach noch nicht aus. Denn dafür wären höchstwahrscheinlich eben Kurse gleich direkt von 8.670 Punkten vonnöten gewesen. Trotzdem, die Schwäche hat auch mich überrascht, denn ich war ja immer noch dran, hier ein kurzes Überschießen, aber gleichzeitig dann auf Tagesbasis, dass der DAX diese 9.350, 9.310 gleich wieder überwindet. Das war definitiv nicht der Fall, da lag ich falsch. Auch mit meiner Annahme, da lag ich aber nur halb falsch, denn die Nasdaq hat zwar komplett negativ eröffnet, also gab es einen riesen Gap, doch hier wurde dann Gott sei Dank aufgekauft. Wir haben ein paar Sachen bei den Aktien, bei den Einzelindizes zwar nicht gehalten, aber das Level fanden dann viele Marktteilnehmer doch für attraktiv und sind dann eingestiegen. Allerdings kam dieses Reversal, wenn man das jetzt hier auf die Stunde runter geht, wirklich erst ab 20.30 Uhr dann zustande. Aber auf dieses Reversal lässt sich aufbauen und im DAX sollten dadurch wieder mindestens eine Rückeroberung von 9.110 stattfinden. Nachbörslich stehen wir jetzt knapp bei der 9.000er Marke. Also nachbörslich wurden hier noch keine großen Aufschläge verzeichnet. Sollte der DAX wieder per Tagesschluss über die 9.350 steigen, wäre das wirklich ein erstes größeres Comeback-Zeichen der Bullen. Was lief sonst noch heute an? Hier lief ein Setup, ich war ja hier Short, lief dann zeitweise ja direkt einen Tag später in den Zielbereich rein. Habe ich noch dann geschrieben, beziehungsweise auch im Stream geantwortet, ja, für Long-Positionen, also Gegenpositionen, wäre es noch zu früh. Dann heute Vormittag wurde das Level genau erreicht und eben auf Schlusskursbasis den Stopp dort gelegt. Zwischendrin hat jetzt das Währungspaar zwar deutlich diesen Stopp hier unterboten, aber wie gesagt, auf Schlusskursbasis hat er gehalten und nach dieser Kerze, wer investiert ist, kann natürlich spätestens hier unten die Reißleine ziehen oder eben auch bei 1,29 oder auch das so lassen, dass es auf Schlusskursbasis bei 1,2930 dieses Setup dann ausgestoppt wird. Hier bei dem Dow Jones Index wurde knapp der Weekly, aber da es eben Weekly Unterstützung ist, kann er natürlich oder darf er auch temporär unterboten werden. Hier wurde es dann eben auch aufgekauft oder hochgekauft. Zu einem Plus hat es natürlich nicht gereicht. Silber wurde ja schon beendet. Da wurde die 15-Dollar-Marke erreicht und heute schoss er noch über das Ziel hinaus und erreichte hier den horizontalen Widerstand. Auch dieser Abwärtstrend würde hier jetzt auf Tagesbasis mal durchbrochen. Hier warte ich aber einen Rücksetzer nochmal ab, gegebenenfalls auf 14,7. Und dann könnte man nochmal eine Long-Position ins Auge fassen. Sonst, was ist heute noch passiert? Hier ein
Intraday wurden ausgestoppt bei 40 Punkten. Und Facebook wurde ebenfalls ausgestoppt. Da lag der Schlusskurs an der 100-Dollar-Marke. Da hat die Aktie tatsächlich fast aber nur die Oberkante des Gaps bzw. der Unterstützung erreicht. Nach den Zahlen war der Schlusskurs ja bei 94,50. Also das Setup lief noch mit dem Stopp perfekt. Wurde hier dann Gewinne mitgenommen. Zweiter Einstieg war dann ein Minus-Trade. Allerdings auch hier lässt sich jetzt definitiv nochmal eine Position aufbauen, um dann Richtung 105 zu spekulieren. Noch das letzte Setup von heute, WTI, wurde bei 9 und knapp unter der 30-Dollar-Marke eingegangen. Das war hier gegen 15 Uhr. Die war zuerst nach unten bis 29,80. Dann würde hier der Stopp auf dieses Level gesetzt. Gewinnmitnahmen hätten bei 31 Dollar stattfinden sollen. Dann lief er aber dann wieder zurück und dann würden hier 20 Cent Verlust verbucht. Da jetzt hier erneut wieder gedreht hat, könnte man morgen das Setup wieder aktivieren und den Stopp, den Ursprungsstopp so belassen. Nochmal versuchen, die 20 Cent Verlust reinzuholen. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.